Einheit wird angegriffen. So, neue Verstärkung. Einheit wird angegriffen. Tja, was wir hier wieder an Einheiten opfern. Einheit wird angegriffen. Cool, der lebt noch. Einheit wird angegriffen. Aber nicht mehr lange. Einheit wird angegriffen. So, jetzt macht man diesen Turm hier Platz. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Einheit wird angegriffen. Und die hier, die können ja mal hier so mit reinfahren. Ein bisschen für Action sorgen. Ne, geht da mal auf die Panzer. Die Bombards werden hier die Verteidigung schon zerstören. Los, alle auf den Panzer, los! Forschung abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Warum habe ich jetzt noch... Warum habe ich jetzt 3 Bombards und 4 Reparaturpanzer? Was habe ich denn da wieder für einen Unfug gemacht? So, jetzt sind die Verstärkungen da. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Mit denen wir mal direkt hier hochfahren. Oh, ist das eine ätzende Mission. Einheit wird angegriffen. Das geht ja gar nicht so ungefähr. So, jetzt geht's aber zu hier. Jetzt geht's zu. Jetzt eskaliert's hier, meine Damen und Herren. Einheit wird angegriffen.
Jetzt konnten wir uns doch ja durchsetzen, oder? Da unten ist noch ein Kraftwerk gewesen. So, jetzt sieht's doch gut aus für uns. Die letzten Türme noch platt machen. Ja, aber erstmal mache ich hier noch alles platt. Also von wegen Erfahrungspunkte sammeln. Ja, ist ja gut, Mensch. Was ist denn das hier? Gasturbinengenerator. Oh, cool. Die schießen jetzt hier drauf. Können die das treffen, oder? Ups, lasst euch mal hier reparieren. Rückkehr zur Landezone. Jaha. Sehr gut. Jetzt können wir dann auch zur Landezone zurückkehren. Hier gäbe es wohl noch ein bisschen was, irgendwelche Mauern, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht sinnvoll, das zu machen. Die machen jetzt erstmal eine Reparatur. Rückkehr zur Landezone. Dann hat es sich auch gelohnt, 3 von den Fahrzeugen mitzunehmen, auch wenn die Verluste wieder sonst wie waren in diesem Level. In dieser Mission. Aber gut, wie sagt man so schön, was soll's. So, Rückkehr zur Landezone. Na gut, 22 Minuten Rest auf der Uhr. Also war es jetzt nicht wirklich knapp gewesen von der Zeit. Bloß, wir haben wieder übelste Verluste gehabt. Und wir müssen da mal gucken, was hier noch... Ist das dort oben? Ne, es ist ein umgekippter LKW. Und wir müssen mal gucken, was wir dann für neue Fahrzeuge erstmal bauen. Jaha, geht los. Missionsziel erreicht. 48 Einheiten, uiuiui. Na gut. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Missionsbesprechung beginnt. Die Analyse des Reaktors hat gezeigt, dass das Kollektiv dabei war, seine Energie an diese Stelle umzuleiten. Beim Ziel scheint es sich um die Nestor-Zentrale zu handeln. Nehmen Sie die Zentrale ein, bevor Nexus oder das Kollektiv sie benutzen können. Dieses Gebiet wird stark verteidigt. Versiegeln Sie bei Ihrem Vormarsch einzelne Gebiete und rücken Sie vorsichtig vor. Übertragung wird entschlüsselt. Krieger des Kollektivs, Nexus hat uns die Macht der Maschine gegeben, damit wir alle zerstören können, die sich uns widersetzen. Nexus will, dass wir das Projekt zerschmettern. Kämpft, säubert und verbrennt, tötet sie alle. Missionstimer aktiviert. Okay, das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Das könnte wieder was Längeres sein und da will ich mittendrin dann eher nicht unterbrechen, sondern das dann gleich durchspielen. Und daher
speichere ich jetzt hier mal ab und sage vielen Dank fürs Zuschauen von bei Warzone 2100 und in der nächsten Aufnahme geht's weiter. Auf Wiedersehen und tschüss.